im Doha Airport haben die einfach einen Garten, dieser so ein Park. Echt richtig, richtig cool. So, das ist jetzt unser erstes Hotelzimmer. Wir haben hier eine japanische Toilette. Perfekt. Dusche. Und ein riesig großes Bett. Alina und ich, wenn wir an den Ecken liegen und die Arme ausstrecken, können wir uns nicht berühren. Perfekt. Da ist Alina. Neuer Dance-Move. Sehr gut. Und das Wetter heute ist nice. Die Aussicht, ja, kann man machen. Wir werden nämlich jetzt nach Asakusa dackeln. Hallihallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Japan-Vlog. Ja, wir haben den letzten nicht vollendet, aber jetzt 3 Wochen pure Bliss. Es wird wieder gut. Alina freut sich aufs Videoschneiden, die hat richtig Bock. Und ja, es gibt einfach hier und da mal ein paar Mitschnitte. Freut euch. Wir haben noch nicht gefrühstückt und jetzt gibt es erstmal Erdbeer-Daifuku und ein Strawberry-Milkshake. Ich glaube, wir machen aber gleich weiter. Es gibt ganz viel Essen. Das nächste sind Taco-Zen. Das sind Takoyaki in Zen-Base. Nice. Es wird noch mehr gegessen. Lecker. Ich habe hier gerade ein neues Fortune mir geholt. Das letzte bei mir war vor 3,5 Jahren und das war sehr gut. Und ich habe erneut Best Fortune. Ja! Ah! Nice! Genau, und jetzt ist Alina auch mal dran. Mal gucken, was sie bekommt. Okay? Und was hast du bekommen? Oh, no. Was hast du bekommen? Bad Fortune. Bad Fortune. Tairup? Tairup. Und jetzt macht sich Alina nochmal sauber, damit sie von den bösen Geistern befreit wird. Perfekt. Dreimal dürft ihr raten, was wir machen. Mehr essen. Und jetzt gehen wir ans andere. Sex. Seitdem ich das letzte Video aufgenommen habe, sind ungefähr 3 Minuten vergangen. Ich habe noch mehr zum Essen. Yum, yum, yum. Nice. Alina feiert das Ranma-Opening, was hier im Donkey läuft. Habe ich so viel Süßkram gegessen. Jetzt gibt es was Herzhaftes vom Famimart. Chicken. Wir sind jetzt weiter zum Skytree, weil Alina unbedingt zum Ghibli Store möchte. So, wir gehen jetzt mal rein. So, leider gab es in dem Ghibli Store nicht genau das, was die Alina wollte. Kein Orangentee mehr da, ausverkauft. Das heißt jetzt da, Mandarine meine ich doch. Jetzt gehen wir noch ein bisschen hier rum. Ich bin noch auf der Suche nach Trauben. Ich möchte nämlich sehr gerne japanische Trauben essen. Aber die haben die hier nicht. Alina läuft erstmal eiskalt durchs Bild. Junge, Junge, Junge. Jetzt sind wir an unserem letzten Stopp für heute angekommen. Akihabara. Denn wir wollten nochmal, oder ich wollte nochmal ein Gaming Center, da ein bisschen Klavier spielen und trommeln. Ja, und das machen wir jetzt auch. So.
Wir sind jetzt aus der Arcade raus. Wir haben viel gespielt. Ich habe alles gewonnen. Alina hat bei allem gewonnen, schon wieder. Aber es macht trotzdem Spaß, wieder zu spielen. Ja. Und jetzt treffen wir uns spontan mit einem bekannten Freund, japanischen Menschen. Genau, und zwar in Shinjuku und gehen zu meinem Lieblingsrahmenrestaurant Taketora. Ja, sorry, das zensiert die Alina dann im Nachgang. Genau, und da gehen wir jetzt erstmal hin. So, ist jetzt übrigens auch schon wieder halbwegs dunkel. Bevor wir jetzt aber Abendessen gehen, müssen wir uns natürlich erstmal stärken mit einem Cream Puff. Ist ja logisch. Fokus verloren. So, wir sind jetzt in Shinjuku und ich möchte gerade mal hier auf die 3D-Werbung warten. Oh Lord, 3D-Werbung. Nice. Jetzt in Shinjuku, wir treffen uns nämlich da hinten beim Kino, meinem Kollegen. Aber was mir da aufgefallen ist, Shisha. Nice. If my picker accidentally goes up on it, I don't mind. So, große Überraschung, wir essen jetzt Ramen. Das heißt Alina, Yuki und ich. Top Ramen Place, jedes Mal, wenn wir in Japan sind, essen wir das und ich freue mich. So, wir haben jetzt fertig gegessen und Yuki, der fährt uns jetzt gleich mal zu unserem Hotel, hat gesagt, das macht er für uns, dann müssen wir keine Tube nehmen, kleiner Umweg. Freuen wir uns drauf, weil normalerweise fahren wir hier kein Auto und Taxen sind schweineteuer. Da bin ich gleich mal gespannt, gibt es noch ein bisschen Auto-Footage und danach geht's ab in die Haia, damit wir auch fit sind für den nächsten Tag. Genau.